Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu 5 Tipps, wie du deine Ziele erreichen kannst. Und dabei ist es völlig egal, ob du mehr lesen möchtest, ob du abnehmen möchtest, ob du ein Fernstudium machen möchtest, ob du dich selbstständig machen möchtest. Es ist völlig egal, was dein persönliches Ziel als Mama, als Frau ist. Mein Tipp Nummer 1 ist, erstmal zu schauen, wer bin ich und was will ich eigentlich? Was sind denn meine Werte? Und passt dieses Ziel eigentlich zu mir und zu meinen Werten? Weil ich kenne das selber von mir. Wir setzen uns manchmal Ziele, weil wir glauben, dass wir dieses Ziel haben sollten. Weil wir das von der Gesellschaft, von außen einfach suggeriert bekommen. Aber diese Ziele zu erreichen, fällt uns dann unglaublich schwer. Ganz oft schaffen wir es auch einfach nicht und es ist gar nicht so befriedigend, wie wir uns das erhofft haben. Also ist der erste Schritt erstmal zu gucken, ist dieses Ziel wirklich mein Ziel? Passt das zu dem Menschen, der ich tatsächlich bin? Also wer bin ich? Was will ich? Was sind meine Werte? Der zweite Tipp ist dann natürlich eine richtige Zieldefinition. Ein richtiges Ziel aufschreiben, nicht nur so, na, ich würde gern abnehmen, sondern zu schreiben, und es auch tatsächlich wirklich aufzuschreiben, ich bin unglaublich glücklich und stolz, wenn ich bis zum 31.12.2019 10 Kilo abgenommen habe. Also bis wann willst du es schaffen? Eine genaue Zahl aufzuschreiben, wenn möglich, damit du es wirklich auch messen kannst. Dem Ganzen auch Gefühle mit beimischen. Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das erreicht habe? Das ist auch etwas ganz Wichtiges auf dem Weg dann dahin. Visualisierung, Affirmationen, um einfach auch das Unterbewusstsein zu stärken und die Kraft des Unterbewusstseins zu nutzen auf dem Weg zur Zielerreichung. Mein dritter Tipp ist Planung, Organisation und Unterziele. Also das große Ziel in kleine Unterziele zu gliedern und das Ganze zu planen, zu organisieren. Das heißt, To-Dos aufschreiben, die in den Kalender eintragen, sich auch wirklich an diese Termine zu halten. Denn sonst ist das so ein Larifari und vielleicht irgendwann erreiche ich dieses Ziel mal. Aber ohne Planung und ohne Organisation wird das Ganze eher schwierig werden. Tipp Nummer 4 ist, es wird immer mal wieder Zeiten geben, wo es einfach schwierig ist, wo die Motivation am Boden ist, wo es nicht vorwärts geht, wo es vielleicht eher rückwärts geht, wo Schwierigkeiten kommen. Das wird einfach passieren und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man an blockierenden Glaubenssätzen arbeitet, dass man seine Resilienz stärkt. Tipp Nummer 5 ist, auch zu schauen, was hilft mir auf diesem Weg dahin. Also nicht nur stoisch auf dieses Ziel hinarbeiten, sondern rechts und links mal zu gucken, was könnte mir denn dabei helfen, dieses Ziel auch zu erreichen. Und das hatte ich schon gesagt, Visualisierung, Affirmation sind da so eine Sache. Fokus, Konzentration, aber auch Entspannung. Und was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn man Unterstützung hat. Wenn man so ein Ziel-Buddy hat. Das habe ich zum Beispiel für meine Ziele. Ich habe 2 große Ziele in nächster Zeit, da habe ich jeweils einen Ziel-Buddy und wir arbeiten gemeinsam dahin. Wir legen uns jeden Sonntag ein Wochenziel fest und sprechen dann am nächsten Sonntag darüber, ob wir das Wochenziel erreicht haben oder nicht, weil du möchtest deinem Ziel-Buddy auch nicht jede Woche erzählen, dass du dein Wochenziel wieder nicht geschafft hast. Da hat man so eine gewisse Verpflichtung und aber auch so diese Motivation, weil man das miteinander macht. Das muss nicht jeder, die beiden müssen nicht dasselbe Ziel haben, muss nur so vom Thema vielleicht ähnlich sein. Und das macht ganz, ganz viel aus. Oder auch so eine Mastermind-Gruppe von 4, 5 Leuten. Man hat einfach ein Ziel, man möchte was erreichen. Und manchmal möchte man den Leuten erzählen, dass es scheiße läuft. Und möchte sich von jemandem aufbauen lassen. Und manchmal möchte man einfach auch von seinen Erfolgen erzählen, was alles gut geklappt hat. Und manchmal kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man nicht weiß, soll ich jetzt nach rechts, soll ich jetzt nach links? Was ist der Weg, der mich meinem Ziel näher bringt? Und dann möchte man sich vielleicht einfach austauschen. Wenn dir diese 5 Tipps gefallen haben und wenn du jetzt aber denkst, und wie mache ich das jetzt alleine, dann lass dir gesagt sein, du musst es gar nicht alleine schaffen, denn mein Gruppencoaching im April beschäftigt sich genau mit diesem Thema, wie du dein Ziel endlich erreichen kannst. Und wir werden diese Tipps gemeinsam durchgehen mit mir als Coach und mit anderen Mamas in der Coaching-Gruppe. Es sind ja immer mehrere kleine Coaching-Gruppen in dem großen Gruppencoaching, das immer 4 Wochen geht, einen Monat lang. Ihr bekommt per WhatsApp von mir Übungen, Input, Dinge, die euch stärken werden. Ihr habt dort immer auch die Möglichkeit, euch individuell bei mir zu melden, dass wir individuell schauen, wie wir euch stärken können, wenn es Schwierigkeiten gibt, wie wir daran arbeiten können.
Und wenn ihr mögt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, zweimal dabei zu sein, wenn wir uns live über Zoom sehen. Dann könnt ihr Fragen stellen, könnt euch mit den anderen Teilnehmern im Gruppencoaching austauschen, was ihr auch schon in einer WhatsApp-Gruppe tun könnt, was ihr mögt. Und dann habt ihr natürlich schon diese Mastermind-Gruppe. Ihr könnt dort auch schon Ziel-Buddies finden. Also wenn es ein Ziel gibt, was euch ganz, ganz doll wichtig ist oder was ihr schon lange versucht zu erreichen und irgendwie nicht weiterkommt, dann schreibt mir sehr gerne über die E-Mail-Adresse, die ihr da unten eingeblendet findet oder über WhatsApp oder Instagram oder Facebook und informiert euch dann gerne weiter darüber, wie das Gruppencoaching abläuft. Wenn ihr da noch Fragen habt, dann fragt sehr, sehr gerne. Wie Zoom aussieht, könnt ihr euch übrigens hier anschauen und das Gruppencoaching im April, diese 4 Wochen intensives Training, intensive Betreuung, intensive Zusammenarbeit, kosten 67 Euro. Ich freue mich auf euch, ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Erreichen eurer Ziele und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!